Hallo Freunde, heute gibt es ein Halloween-Spezial und dazu würde ich sagen, Absägen der Grüße. Ja, Mahlzeit Freunde, ihr habt gesehen, es ist Halloween, wir legen jetzt los. Heute gibt es bei uns Rippchen, ne? Absägen der Grüße haben gewirkt, wir haben uns da ein bisschen was zurecht gesägt. Ja, Rippchen 3-2-1, der Klassiker. Wir finden, zu Halloween passt das sehr gut. Wir feiern ein bisschen Halloween. Die finde ich echt eklig. Die weg damit. So. Stellen Sie auch an. Eklig. Überall liegen diese blutverschmierten Gummihände rum. Bäh. So. Welche Gummihände? Oh. Wir machen Rippchen. Kleiner Fauxpas passiert. Ein Fauxpas. Ja, wir machen Rippchen ganz klassisch hier auf dem Smoker. Den haben wir ja schon, gehen wir aus dem Bild. Achso, schön. Den haben wir schon länger nicht benutzt. Ne? Da sind noch Spinnweben dran. Die müssen wir jetzt gleich erstmal wegmachen. Aber hier hat sich ein bisschen was eingenistet. Aber das kriegen wir jetzt hin. Ne? Dann kommen die da rein. Hier in diese IKEA-Gestelle. Ne? Da könnt ihr ganz normal hier. So, ne? Zack. So machen wir das dann. Das kennt er doch auch, ne? Das machen die alle. Finde ich auch geil, die Lösung. Aber jetzt wird erstmal Silberhaut ab, wenn noch welche dran ist. Das zeigen wir euch nicht. Das habt ihr auch schon 400.000 Mal gesehen. Wir haben hier so eine eigene Marinade zusammengerührt. Also Teufelsdreck ist drin. Assant. Ja. Geräucherte Paprika, Salz, Pfeffer. Dann Oregano, haben wir noch getrockneter Oregano. Dann haben wir noch Senfkörner geschrotete, mal alles zusammengekippt aus den Resten, die wir da noch hatten. Freischnauze, ne? Dann probiert ihr ein bisschen, wenn das geil ist und nicht absolut scheiße schmeckt, dann könnt ihr das auf die Rippchen kippen. Hier in der Ecke, da muss ich ja nochmal besten. Ja. Ich habe gesagt, ich muss jetzt. Warte, so. Da muss ich ja nochmal besten Dank sagen an Mike und Anni. Ne? Haben sie diese geile Kerzenhalter-Kuh hier auf dem Flohmarkt gefunden. Ne? Die begleitet uns jetzt auch immer in den Videos. Wir können jetzt die Kerzen nun nicht anmachen, weil es ein bisschen windig ist. Aber besten Dank. Aber jetzt legen wir erstmal los. Genau, starten wir erstmal. Wir starten erstmal und dann machen wir den Smoker gleich an. Du hast die Spinnen ausziehen lassen. Ja. Jetzt geht das los. Wir marinieren jetzt. So Freunde, da sind wir wieder. Wir haben es jetzt mariniert, habt ihr gerade gesehen. Auch in Nahaufnahme. Und ich würde sagen, packen eine Gastroschale rüber, kannst du ein bisschen einziehen und dann zünden wir langsam den Smoker. Ja, ich sag mal so, wir lassen das jetzt noch ungefähr anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem wie wir Bock haben, marinieren. Wir haben heute keinen Zeitdruck. Marinade habt ihr ja gesehen, die Rippchen erstmal Silberhaut runter, ganz wichtig. Dann mit Senf einstreichen, dass die Marinade hält. Was habe ich gehört? Dann mit Senf einstreichen und dann habt ihr ja diese Trockenmarinade da drauf, ne? Richtig geil, die zieht dann schön ein ins Fleisch. Ein, zwei Stunden reichen hin. Ihr könnt das auch über Nacht machen. Ja, klar. Ne? 12 Stunden. Je länger, desto besser. Je länger, desto besser, desto intensiver. Aber wir haben uns gedacht, eine Stunde, anderthalb, vielleicht zwei. Wir machen jetzt den Grill an und dann kommen die schön aufgestapelt in den Smoker rein bei 120 Grad oder 110? Ja. Genau. Ja, wir gucken, was wir hinkriegen. Was wir hinkriegen. Ist ein bisschen windig heute. Zwischen 110 und 120 Grad. 3-2-1 Rippchen machen wir. Das heißt, 3 Stunden erstmal rein. Ohne irgendwas.
Dann holen wir die nach 3 Stunden raus, wickeln die in Butcherpaper ein. Das haben wir von Johnny noch gekriegt. Ne? Da müsst ihr mal gucken, die grillshow.de. Da kriegt er dieses geile Butcherpaper. Das ist jetzt ganz frisch im Shop. Und dann wickeln wir die ein. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie einen trüben Apfelsaft oder so. Weil den haben wir jetzt nicht mitgebracht. Nö, genau. Aber unsere Nachbarn haben bestimmt noch eine Flasche Apfelsaft ganz für uns. Bestimmt. Dann kippen wir die da ein bisschen rein. Dann wickeln wir die ein in Butcherpaper. Dann kommen die wieder 2 Stunden auf den Smoker. Und zwar auch bei 110 Grad, 120 Grad ganz entspannt. Und dann nach 2 Stunden kommen die wieder raus. Dann wickeln wir die aus. Legen die wieder in die Vorrichtung. Kann man sagen. In die Vorrichtung? In die Rippchenständer. In die Rippchenständer, das sind originale Rippchenständer. Ja, ja. Ja, das sind nicht irgendwelche Tellerhalter oder so ein Blödsinn. Nein, nicht so ein Scheiß, kauft so ein Blödsinn nicht. Und dann packen wir die nochmal 3, 2, 1. Ne? Eine Stunde. Eine Stunde. Alle 20 Minuten mit Barbecue-Soße rein und dann, also alle 20 Minuten. Einmal schön lasieren. Schon mal lasieren, bepinseln. Und dann können die noch mal ganz entspannt vor sich hin gurgeln, kriegen noch mal ein bisschen Kruste. Wir räuchern die auch mit Apfelchips. Ja. Die zeige ich euch gleich noch mal, wenn wir den Smoker anmachen. Die sind nämlich von Magna Grill. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr die da auch holen. Na, wir haben die von denen zur Verfügung gestellt gekriegt. Wir probieren das jetzt mal aus, ob das Zeug was taugt. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, wir nehmen dann die Sorte aus Apfelholz. Die sollst du irgendwie 30 Minuten vorher wässern und dann können die direkt auf die Kohlen, das zeigen wir euch dann. Und dann räuchern die da so vor sich hin. Und je nachdem, wenn euch das nicht reicht, macht da nochmal eine zweite Fuhre. Genau. Die sind ja dann eh nass. Hör ein bisschen zusammen und dann rein. Und gucken wir mal. Und dann räuchert's. Dann räuchert's. Dann haben die ein bisschen Raucharoma, weil wir den Smoker nicht mit Holz betreiben, sondern mit Kohle und Briketts. Wir mischen heute ein bisschen. Wir haben nicht mehr ganz so viele Briketts. Ne, Magna? Wir brauchen wieder was. Ne? Richtig gutes Zeug. Ja. Verlinke ich euch auch alles unten. Also das Butcher Paper später verlinke ich euch. Die Magna Kohle, die Räucherchips könnt ihr da alles haben. Richtig cool, dass wir das zur Verfügung gestellt haben. Also wir haben da nichts für bezahlt. Vielen, vielen Dank dafür. Das müssen wir einfach auch mal so sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir testen euer Gedöns, wenn ihr was habt. Na, hier, wollen wir mal testen oder so? Ne? Dann machen wir das. Dann machen wir das natürlich. So, aber jetzt geht's erstmal los. Genug gequatscht. Wir machen jetzt den Grill an. Genau. Den Smoker. Spinnweben sind ja weg. Ja. So, Abfahrt. Spinnweben so. Schon. Kommst du mit? Wir müssen noch Kohlen holen. Kohlen holen? Ja. Gut. Wir zergeln die jetzt in diese Dinger da rein. Genau. Der Grill ist an, der Smoker ist an, ist auf 120 Grad eingeregelt und ganz wichtig, hier sind die Räucherchips. Ne? Die haben wir jetzt eine halbe Stunde in Wasser eingelegt, dann sehen die so aus. Ne? Also richtig schön feucht und die kommen dann direkt auf die Kohle. Und dann soll das da richtig schön räuchern. Räuchern, bis der Arzt kommt. Ach so, ich hole die mal rein hier ins Bild. Ne? Habt ihr ja schon gesehen, sind hier diese Apfeldinger hier. Ne? Hier, nur hier, zack. Ne? Von Magna. Einfach mal reingucken. Ah, das geht doch. Nachher zum Lasieren machen wir sie ein bisschen auseinander. Ne? Ach, komm rein damit jetzt. So, mach mal auf das Gerät. Warte. So geil, komm, bis der die Handschuhe aus hat. Ne? Ja, ja. Hier, guckt euch das mal an. Zack mal hier. Oh, richtig geil. So, dann. So, auf das Ding und rein damit. Warum habe ich denn keine? Du wolltest keine. Also, sieht immer schick aus, wenn der Schlachter voll im Schmilen Blut ist. Das ist meine Schweißerweste. Ach so. Für unsere sehr. Oh, jetzt ist da Öl dran. Ja. Ja, egal. Gibt Geschmack. So. Hoffentlich. Oh, ich glaube, da klopft es. Warte. Oh, guck mal.
Der Pommesbesuch ist da. Ja, hier ist der Besuch, der uns nachher die Pommes macht. Und deswegen cutten wir das Ganze jetzt mal ganz kurz, würde ich sagen. Ne? Genau. So, bis gleich. Wir befeuern den Smoker und dann seid ihr wieder mit dabei, wenn die nach 3 Stunden irgendwann mal fertig sind. Ne? Ich mache das Gerät mal aus. Ja, der Smoker ist an. Ihr habt ja gesehen, wir haben die jetzt reingestellt. Ich würde jetzt sagen, wir warten 3 Stunden und dann seid ihr wieder mit dabei. Aber erstmal zünden wir uns hier noch eine Pilsette. Genau. Ohne geht's nicht. Genau. Müsst jetzt so, die Holzchunks haben wir auch schon reingeworfen, ne? Die Holzchunks sind drin. Ihr seht ja, das qualmt jetzt ganz gut. Und irgendwann, wenn die dann wirklich weg sind, weggebrannt sind, weggekokelt sind, dann hört das auf zu qualmen. Ich schätze mal, das dauert jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich denke mal. Dann sind die gesmoked, dann sind die geräuchert, dann haben wir einen kleinen Rauchring. Und das reicht uns. Ja, der Geruch ist angenehm. Ne? Stimmt. Ist wirklich angenehm. Das stinkt gar nicht. Das stinkt nicht. Und ja. Sammelt sich hier schön unterm Dach. Perfekt. Ist auch gleich mit geräuchert. So, Grüßerchens, bis in 3 Stunden. Nicht? So nämlich. So, Freunde, exakt 3 Stunden sind rum. Ist jetzt 17.30 Uhr, glaube ich. Keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Für euch ist es egal. Ja. So, wir holen jetzt die Rippchen runter. Wir haben hier noch vom Nachbarn ein bisschen trüben Apfelsaft gekriegt. Hier, ne? Naturtrüb. Den kippen wir da so ein bisschen mit drüber. Und jetzt wickeln wir immer 2 Rippchen in dieses Butcherpaper ein. Das haben wir von Johnny gekriegt. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ne? Leute, das ist so eine geile, dicke Rolle. Guckt da mal in den Shop vorbei. Vielen Dank, Johnny. Wir sehen uns beim Lunser. Auf jeden Fall. So nämlich. So, komm, lass uns die Dinger da runterholen. Jetzt geht das hier weiter. Oh, jawohl. Nachher müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, da werden die ganz weich. Sind auch so schon recht. 2 Stück. So. So, 2 Stück. Genau. Die wickeln wir jetzt ein. Da machen wir jetzt, würde ich sagen, so ein kleines Päckchen. Ne? Also wir wickeln das jetzt so ein und so ein. Und ich würde sagen, du kippst jetzt einen Ticken Apfelsaft einfach rein. Müsst ihr dann mal irgendwie gucken, wie ihr es macht. Ne? Ihr könnt das auch mit Alufolie und Backpapier machen. Das reicht schon. Genau, so einen kleinen Schluck. Und dann wickeln wir das hier so ein bisschen. So zusammen. Machen wir so ein richtig geiles. Ne? Fertig. Das legen wir jetzt hier hin. Und jetzt nehmen wir die nächsten und machen das mit allen 10 Rippchen. Je nachdem, wie viele ihr habt, müsst ihr dann halt dementsprechend Papier machen. Genau. Ja, wir machen erstmal weiter und sehen uns dann wieder nach 2 Stunden. 2 Stunden. Jetzt dämpfen wir die 2 Stunden und dann kommen sie endgültig raus zum Lasieren. Und Freunde, ne, guckt euch die Geräte mal an. Guck mal, wir können kurz in die Kamera gucken. Guck mal in die Kamera. Noch halten Sie. Pass auf, ich drück mal hier, so, zack. So, ein bisschen, ja, Alter. So sehen die nach 3 Stunden aus. Ne? Geilomat 3000, würde Johnny sagen. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Es ist schon wieder Dusa. 2 Stunden sind rum. Wir holen die jetzt runter. Und zwar, wir hatten die ja, ihr habt ja gesehen, wir haben die eingepackt. Das ist ein bisschen heiß. Das, oh, das geht aber. So, wir holen jetzt runter, packen die aus. Dann kommen die wieder in die Gestelle rein. Ne? Ich habe hier schon einen Sprachfehler. Ja. Und dann werden wir die hier mit Barbecue-Soße glasieren. Alle 20 Minuten, eine Stunde lang, bei wieder 120 Grad ungefähr, wie ihr euren Smoker eingeregelt kriegt. Und dann wird endlich probiert. Pommes gibt es nachher auch noch, die macht der Nachbar, aber die seht ihr nicht. Ne? So nämlich. Ja, wir holen jetzt runter und dann seid ihr dann später wieder beim Glasieren, das zeige ich euch dann nochmal, und beim Probieren mit dabei. Die Stunde ist um, wir haben lasiert, ne? Besuch ist auch schon da, Pommes sind auf dem Weg und wir holen die Geräte jetzt runter. Ich würde sagen, schmeiß das hier mal hin und wir probieren das mal.
und die letzte Stunde lasiert mit Barbecue-Soße. Und ich würde mal einfach probieren. Ha, gar nicht heiß und fällt auseinander. Ah, ist das geil. Guck dir das an. Das fällt einfach raus. Wie Butter. Nee, wie Rippchen. Wie aus Butter. Mmh. Au. Verdammt. Mmh. Runtergefallen. Ja. Freunde. Von einem Brüssel. Mmh. Ich habe jetzt nur das Randstück, ne? Leck mir am Arsch. Ist das brutal? Also, was sagen wir dazu? Ey, das fällt so runter. Und wir haben sogar einen Rauchring. Guck mal. Wir haben sogar hier einen kleinen Rauchring. Zieht euch das mal rein. Mmh. Absolut lecker. Ja, boah, besser geht's nicht. Mhm. Mhm, mh. Also das Halloween-Video ist jetzt vorbei. Ich würde sagen, wir sind durch, ne? Ich würde sagen, ja. Sind wir durch? Ja. War geil, ne? Alter. War ein cooles Video. Freunde. Also das war... Rippchen sind sowieso geil. Mhm. Mhm. Sensationell. Jetzt kommen gleich noch schön Pommes dazu. Für dich Premiere, ne? Süßkartoffelpommes. Ja, das ist Premiere. Ah, Mike lässt sich da nicht lumpen. Ne? Hab da gesehen vorhin die Hand hinter der Tür. Boah. Ja, großartig. Mm. Mm. Hm? Ich muss noch was sagen. Erstmal Happy Halloween, ne? Das haben wir vergessen. Wir hatten ja absegende Grüße. Dann nochmal. Vielen lieben Dank an Mike und Anni für die Pommes, die kommen gleich noch. Die werdet ihr dann nicht mehr sehen. Mm, dann, alles andere blenden wir euch unten ein. Also die Magna-Kohle, die Räucherchips und das geile Butcher-Paper von Johnny von der Grillshow. Ja, genau. Blenden wir auch ein. Ne? Das war's. Und jetzt würde ich sagen, essen wir erstmal. Genau. Mm. Na super, ich hab nur Knochen. Ah, rausgefallen, ne? Ah, geil. Meine Güte. Also Besteck braucht er nicht. Nee, Tücher vielleicht. Ja, Tücher wären super. Was gibt's Besseres, ne? Frauen, Bier und Rippchen. Jetzt heißt es wie immer, würde ich sagen, abschalten. So. Daumen hoch und so. Reicht hin, ne? Hast du noch ein Tuch? Ich krieg die Kamera sonst nicht aus.